So, guten Morgen. Wir fangen an. So, mein Name ist Viviana Menzel und ich wollte heute euch ein bisschen was über Overrides in Joomla erzählen. Ich habe 99 während meiner Promotion in Biologie mit Webseiten angefangen. Damals noch mit Dreamweaver. Dann habe ich in Gießen in Biologie promoviert und aus verschiedenen Gründen damit aufgehört. Und 2006 haben wir für Freunde von uns ein CMS gesucht für seine Webseite, eine Schreinerei, und haben ja Joomla entdeckt. Und also ich habe noch andere Sachen getestet, aber mit Joomla bin ich gleich klargekommen. Und 2008 habe ich mich selbstständig gemacht und mache seitdem dann Webseiten mit Joomla. Mein erster Joomla-Kontakt mit der Community war 2014 in Königstein, in der JAB. Und 2015 haben wir mit Tony Gerns das Projekt J-Over angefangen, wo wir Overrides der Community zur Verfügung stellen. Ist leider ein bisschen eingeschlafen. Wir versuchen jetzt einen Relaunch zu machen. Hat es leider nicht geklappt bis heute, aber das kommt. So, was sind dann Overrides? Also zuerst muss man dann wissen, wie Joomla funktioniert. Alles, was wir auf einer Webseite mit Joomla sehen, wird durch ein View, also ein PHP-Datei, der diese Ansicht steuert. Die findet man für jede Komponente oder Modul. Zum Beispiel, wenn wir hier gehen auf Komponenten, Content, haben wir einen Ordner Views, zum Beispiel für Beiträge. Und da drin, unter den Ordner Templates, haben wir diesen Default-PHP-File. Das steuert dann die Ansicht von den Beiträgen in Joomla. Ich könnte natürlich Änderungen dann in diese Datei dann machen. Das wäre ganz böse, weil bei dem nächsten Update von Joomla sind meine Änderungen futsch. Und damit das nicht passiert, macht man ein Override. Man kopiert sich einfach diese Datei, die man ändern möchte, in den eigenen Template. Dann würde ich in dem Fall dann gehen auf mein Template. Im Moment arbeite ich mit Protostar. Dann gehe ich auf Content, habe ich auch wieder meinen Artikel und dann würde ich hier die Kopie von der Datei dann legen und da könnte ich dann sicher Änderungen machen, die dann bei dem nächsten Update nicht weggehen. Eine andere Möglichkeit, Overrides anzulegen, ist direkt über das Backend von Joomla. Dann kann ich hier über Erweiterung Templates, nochmal Templates. Dann wähle ich den Template, den ich dann gerade aktiv habe. Und dann habe ich einen Reiter Override erstellen. Und dann habe ich die ganze Liste von Sachen, die ich in Joomla überschreiben kann. Da haben wir die ganzen Module, Komponenten, einige Plugins und auch sogenannten Layouts. Und wenn ich dann da reingehe, zum Beispiel in GomContent, habe ich nochmal die Auswahl, was möchte ich jetzt überschreiben. Wenn ich dann draufklicke, wird das System automatisch, also ich mache es jetzt, klicke dann drauf. Und wenn ich wieder hier in mein Template gehe, da hat mir die Dateien dann hier, also diesen da und diesen da angelegt. Den hat dann mit so einem Datum dann angelegt, weil ich dann schon ein Default-Links drin hatte. Also es wird dann nicht überschrieben, was schon drin ist in den Templates, sondern es wird dann eine neue Datei angelegt mit einem anderen Namen. So, die lösche ich dann wieder, die brauche ich nicht. Genau, das Problem von diesen Verfahren manchmal ist, dass zu viele Dateien kopiert werden, die ich vielleicht nicht alle überschreiben möchte. Also vielleicht will ich nur den Default
PHP ändern und nicht die anderen Dateien. Die werden aber trotzdem vom System angelegt. Deswegen ist das vielleicht das Kopieren von den Dateis direkt dann die beste Lösung. Oder hier bei Layouts ist vor allem das Problem, wenn ich hier Joomla Content gehe, dann wird mir alle Dateien, die da drunter sind, dann kopieren und das sind eine Menge. Wenn wir hier jetzt gehen auf Layouts, Joomla Content, da habe ich diese ganzen Möglichkeiten. Also ich habe den Intro-Image, Full-Image, Kategorietitel, Infobox, was weiß ich. Und vielleicht will ich nur den Autor ändern. Und dann würde ich diese ganzen Dateien in meinem Template dann haben, die ich aber nicht ändern möchte. So. Dann muss man noch unterscheiden. Es gibt dann Overrides und es gibt auch alternativen Layouts. Overrides, das ist einfach eine Kopie von der Default-Datei und das gilt für alles, was ich dann noch von dieser Sorte anlege. Ob ich dann einen Beitrag oder ein Modul, wird diese Default-Datei immer genommen. Alternative Layouts sind Kopien von dieser Default-Datei, umbenannt. Also ich kann denen einen beliebigen Namen geben. Und diese Layouts, die werden dann nur genommen, wenn ich die zuweise. Ja, also zum Beispiel in Modulen, das werden wir gleich in einem Beispiel auch noch sehen, da habe ich die Möglichkeit, nehmen wir hier rein, da gibt es unter Erweitert den Parameter Layout. Und da habe ich hier die Möglichkeit, sozusagen also Standard, das wird dann die Default-Datei genommen. Und da habe ich schon ein Override oder einen alternativen Layout angelegt, der heißt Demo, von meinem Template. Und dann kann ich diesen einzigen Modul, diesen alternativen Layout zuweisen. Dann gilt er nur für diesen. Alle anderen Module von der Sorte, die ich anlege, wird dann den Standard-Template dann nehmen. Und dann gibt es dann noch einen speziellen Fall. Man kann auch einen kompletten Menütyp anlegen. Das ist zum Beispiel für den Blog-Layout ganz praktisch. Da braucht man auch, und das macht das System aber nicht automatisch, das muss man dann händisch machen. Wenn ich einen Override für einen Blog-Layout machen will, dann muss ich auch die XML-Datei kopieren. Wenn ich dann, wenn wir hier gehen auf Content, Views, Kategorie. Wir haben hier, man sieht dann die Endung nicht, aber das hier ist eine XML-Datei für den Blog. Das steuert das Menü. Also wenn ich einen Menütyp Blog-Layout anlege, wird dann durch diesen XML-Datei dann gesteuert. Und den kann ich auch kopieren, muss ich umbenennen. Das funktioniert nicht, also als Override funktioniert es nicht, also muss ich den umbenennen. Und dann erstelle ich mir einen eigenen Menütyp. Ja? Genau. So, ich habe dann vorhin schon gezeigt, was man da alles überschreiben kann. Das ist auch so, das hatte ich letztens dann die Frage, was ist mit Dritterweiterung, also Sachen, die man auf Joomla dann installiert hat. Also wenn so richtig programmiert ist mit Views und so, dann wurden dann hier auch angezeigt. Also dann hätte ich hier andere Komponenten zum Beispiel, die ich installiert habe, die könnte ich auch einen Overwriter anlegen. Na, das ist alles, was jetzt Joomla Core ist, was ich dann einen Override von anlegen kann. Dann haben wir die Komponenten, die Modulen, die Layouts. Plugins und was man auch überschreiben kann, sind die Sprachstrings. Also ich kann auch, das geht aber nicht hier, sondern über Sprache. Wenn ich hier Sprachen dann wähle, dann kann ich auch Overrides anlegen. Dann kann ich einfach den Text, was dahinter hinterlegt ist für einen bestimmten String, irgendwas anderes dann schreiben. Das. Ich mache dann später noch ein Beispiel. Genau, und ich möchte jetzt nur ein paar kleine Beispiele, was man dann so machen kann mit Overrides. Da gab es vor ein paar Monaten, Anfang des Jahres oder so, da hat einer im Facebook
dieses Bild da gepostet und gefragt, was gäbe es dann in Joomla, mit was in Joomla könnte er diese Ansicht dann darstellen. Also hat dann eine Webseite, das war nicht in Joomla gemacht, ich glaube, es war WordPress oder sowas. Und es war einfach so eine Liste von Kategorien und mit so einer kleinen CSS-Animation, also wenn man dann drüber fährt, verändert sich die Hintergrundfarbe hinter dem Text. Ja, und die erste Antwort auf die Frage war, installiere K2, das geht. Genau, also wer es nicht weiß, K2 ist ein CCK, also so ein Riesen-Framework, den man noch auf Joomla draufklatscht und alles kaputt macht. Also ist ein bisschen riesig für, ich will nur ein Modul mit einer Liste von Kategorien. Und dann habe ich gesagt, das kann man so nicht sitzen lassen. Und dann habe ich mich hingesetzt und in, keine Ahnung, 10 Minuten hatte ich einen Override dazu. Habe ich den Franz da zur Verfügung gestellt und das ist auch online, zeige ich auch gleich. Also, Joomla hat ein perfektes Modul für so was anzuzeigen. Das heißt Kategorien. Ja, Mod Articles Categories. Das ist in Joomla Core drin. Das zeige ich euch gleich. Das ist hier. Beiträge Kategorien heißt der. Den habe ich schon vorbereitet. Es sieht dann so aus. Man kann die Hürde, also man braucht eine Überkategorie, wo die anderen Kategorien drin sind. Und dann kann ich sagen, okay, dann zeig mir die Liste aus dieser Kategorie, alles, was da ist. Ich kann dann noch andere Sachen anzeigen lassen, wie die Beschreibung von der Kategorie und was in diesem Fall wichtig war. Also ein Beispiel sollte mit der Anzahl von Beiträgen, die in jeder Kategorie drin sind. Und das liefert auch das Modul. Man kann dann sagen, zeig mir die Anzahl der Beiträge. Genau, dann habe ich, also ich habe so ein Modul angelegt und das sieht in der Standardausführung sieht so aus, einfach eine Liste mit der Anzahl von den Beiträgen in Klammern. Nichts Spektakuläres, aber es funktioniert. Das kann man natürlich jetzt ändern. Das habe ich dann gemacht. Also ich habe hier in meinem Template, so, da habe ich den Mod Articles Categories und dann habe ich da die Dateien, die dazugehören für diesen Modul, umbenannt. Also das ist jetzt ein alternativen Layout. Ja, dann kann ich dann entscheiden, für welchen Modul das gilt. Dann habe ich es dann einfach ein bisschen angepasst. Also Demo.php ist nur eine kleine Datei, die die andere Datei aufruft, den Items. Also das ist der Inhalt von dem Modul. Und ich habe einfach, also ich habe wirklich nicht viel gemacht. Wir können uns den Original angucken. Modulen, Kategories, Template. Genau. Also, so sieht es dann aus. Es ist eine Liste. Man kann dann entscheiden, ob das verlinkt ist oder nicht, ob man draufklicken kann auf den Text. Und irgendwo sind die Klammern mit den, genau hier, da ist die Klammer und da steht von dem Kategorie die Anzahl der Beiträge, Klammer zu. Das ist das Original. Und ich habe es ein bisschen geändert. Ich habe diese Klammer dann weggemacht. Ich habe eine Klasse dazu geschrieben, also ein Span mit einer Klasse. Das hier, den Titel, habe ich auch eine Klasse gegeben. Sonst ist von der Struktur alles gleich. Also ich habe wirklich nur diese Kleinigkeit da geändert. Und dann habe ich noch natürlich ein bisschen CSS da geschrieben dafür. Das ist dann meine Demo. Und da habe ich dafür die Liste ein paar unterschiedliche CSS da geschrieben, wie das aussehen soll. Und die unter, also jede einzelne Kategorie der Liste oder ja, jede Liste eine Farbe gegeben.
als Hintergrund. Und hier irgendwo, wenn ich dann drauf fahre, verändert sich die Farbe von dem Hintergrund. Genau, das war alles. Und dann das Ergebnis ist so. Ich habe es schon vorbereitet. Das ist hier die Kategorieliste Demo. Wie vorhin, da die Kategorie gewählt, ab wo angezeigt werden soll, die Anzahl der Beiträge. Und dann habe ich hier die, den alternativen Layout zugewiesen, die ich gerade vorbereitet habe. So. So sieht es dann aus. Ich habe zwei Kategorien drin. Ja, sieht anders aus als vorhin. Und wenn ich dann drüber fahre, verändert sich die Farbe. Magic. Da wäre der Lukas jetzt ganz begeistert. Es ist nichts. Also es war wirklich zwei Kleinigkeiten, die ich geändert habe. So, und das ist jetzt hier online. Der Franz hat das da gemacht. Hat das hier natürlich von den Farben ein bisschen geändert, so wie es haben wollte. Ja, und das Modul ist live und funktioniert. Hat 10 Minuten gekostet. Und ich brauche kein SCAS-2 lernen. So, das so einen ganz leichten Override. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel, das ist ein bisschen komplexer. Das ist jetzt auch mit einem Menüpunkt dazu. Also ich habe jetzt den Block-Layout ein Override gemacht. Das habe ich für Kunden da gemacht. Die wollten so eine Frage-Katalog, so ein FAQ. Und damit es dann ein bisschen schöner aussieht, wollten wir es als Akkordeon dann machen. Sollen aber, also jeden von diesen Akkordeon-Sachen sind ein Beitrag, den ich dann steuern kann. Und ja, das Layout an sich ist dann ein Akkordeon. Um zu wissen, wie so ein Akkordeon gebaut ist, wir müssen hier bei der Version 2 gucken, weil ich mit Protostar jetzt arbeite. Da gibt es das hier. Genau, das hier. Das ist den Teil, was ich hier zeige. Das ist mit Bootstrap gemacht, weil ich gerade mit Protostar arbeite. Das hat dann schon Bootstrap drin. Und so sieht es dann aus. Also das bräuchte ich, wenn ich so ein Akkordeon dann machen will. Und diese Struktur habe ich jetzt versucht, mit dem Block-Layout dann abzubilden. Ich habe mir hier die Block-XML kopiert und umbenannt, heißt Tipps-XML. Im Prinzip, ich habe da nichts geändert an den Parametern oder so. Ich habe nur hier den Titel geändert, damit ich weiß, wenn ich den Menütyp anlege oder den Menüpunkt anlege, dass ich den richtigen Menü dann nehme, heißt Ratgeber und Tipps. Dann habe ich, ich habe es jetzt versucht, ein bisschen alles wegzuschmeißen, was man nicht so braucht, damit es besser zu sehen ist. Ich muss euch das Original dann zeigen. Views, Kategorie. Dann brauchen wir das und das. Genau. Das ist alles in dem Block PHP drin. Ich habe es jetzt deutlich gekürzt, damit man es besser sehen kann. Also ich habe hier meinen ersten Div. Das hat die ID Akkordeon und auch die entsprechende Klasse, so wie es im Bootstrap angegeben ist. Ja, das würde diesen hier, damit mein Akkordeon dann funktioniert. Und dann in den Item an sich werden dann, hier ist nochmal so die Klassen, die dazugehören für den Akkordeon zu bauen. Das habe ich jetzt deutlich gekürzt. Also das, so sieht es dann den Block-Item, es ist ziemlich viel PHP
Zeug, das brauche ich alles nicht. Ich brauche nur den Intro-Image, also ich wollte dann die Frage, also den Titel von dem Beitrag als Frage mit einem Bild daneben. Das habe ich hier mit also so zwei Spalten vom Bootstrap. Dann habe ich mir hier den Span 4, also das sind vier Spalten. Da hole ich mir den Intro-Image von dem Beitrag und daneben in den Span 8 passend dazu hole ich mir den Titel von dem Beitrag. Mehr brauche ich nicht. Und den Intro-Text kann ich auch noch anzeigen. Genau, also das hier, wenn wir auf der Seite gehen, so würde es normal ein Blog-Layout aussehen. Also ein Beitrag neben den, also unter den anderen, mit Bild oder ohne, je nachdem, wie ich das gemacht habe. Und das habe ich hier geändert. Den Akkordeon-Block, das ist jetzt, also wenn ich das neu anlegen würde, da habe ich jetzt hier unter Menü-Eintragstyp, unter Beiträge habe ich einen neuen Typ, den es vorher nicht gab, weil ich diese XML-Datei dann angelegt habe. Normal ist hier den Kategorieblock, das ist der Standard-Layout für einen Blog. Und dann habe ich jetzt die Möglichkeit, diese Ratgeber und Tipps anzulegen. Das habe ich aber schon vorbereitet. Ist dann schon ausgewählt. Ich habe die Kategorie, von wo die Beiträge dann kommen sollen. Und dementsprechend hier die Einstellung dann vorgenommen. Und das sieht dann, falsch. Das sieht dann so aus. Ja, ich habe mein Bild und den Titel von dem Beitrag. Wenn ich dann draufklicke, öffnet sich mein Akkordeon. Das ist der Intro-Text von dem Beitrag. Ja, und ich kann die einzeln steuern. Also ich muss dann nicht einen Beitrag, ich könnte mal natürlich den Akkordeon anders bauen, aber so habe ich die Möglichkeit, wenn den Beitrag, kann ich den unveröffentlichen und löschen und ändern und die Reihenfolge und alles so machen, wie ich will. Ja. Ich hätte sowas genauso auch mal gemacht und habe vor kurzem aber gelernt, dass das auch ohne Override geht, weil es gibt das immer als Seitenumbruch-Plugin. Ja. Ja. Wenn du mit Protostar arbeitest, wird es dann funktionieren. Wenn du ein Template hast mit Bootstrap 3 oder 4, dann muss es dann entweder so ein Override für den Blog direkt machen oder das Plugin dann overriden, weil sonst funktioniert es nicht. Weil da haben sich, glaube ich, einige Sachen dann geändert. Ja, es gibt dann immer viele Möglichkeiten. Das ist klar. Aber man kann dann solche Sachen machen. Also ich brauche nicht eine extra Erweiterung dann installieren, weil das schon vom System her gibt. Also Bootstrap ist schon drin. Also ich brauche nicht extra irgendwas noch dazuladen, das diese Funktionalität hat. Ich habe alles in der Hand. Ich muss nur ein paar Kleinigkeiten dann ändern. Und wenn man sich so ein bisschen den Code dann anguckt, ist es nur eine Struktur, wenn man sich ein bisschen mit HTML auskennt, wenn man nicht so viel von dem PHP-Zeugs dann löscht, sollte nicht kaputt gehen. Genau. So, nochmal zur Erinnerung. Also den Blog PHP habe ich jetzt in Tipp PHP umbenannt. Den Blog Item PHP in Tipp Item PHP. Und ja, dann habe ich mein Override für ein Akkordeon. So, eine andere Möglichkeit für Overrides ist zum Beispiel eine kleine Slideshow. Ja, wo ich dann nur eine Slideshow auf der Startseite habe und ab und zu mal zeige, dann brauche ich auch nichts Großes installieren. Ich kann mir auch ein Modul von Joomla dann nehmen, der Beiträge anzeigt in irgendeiner Form und mir eine Slideshow bauen, auch mit Bootstrap, weil es schon da ist. Und ich habe es hier mit Fragezeichen geschrieben. Also im Prinzip ist egal, welchen Modul ich nehme. Von den Mod-Articles ist egal. Warum nicht Vanish?
Ja, ginge auch. Ich habe es noch nicht getestet, aber könnte auch gehen, ja. Ja. Genau, und von den Mod-Articles gibt es ein paar in Joomla. Dann gibt es den Mod-Articles Categories, den nicht, weil der zeigt mir nur die Liste von den Kategorien. Den Articles Category, also ich kann dann Beiträge von einer bestimmten Kategorie dann anzeigen. Dann habe ich den Mod-Articles Latest und den Mod-Articles News, könnte ich auch nehmen. Welche ich dann nehme, hängt davon ab, wie viel ich durch Parameters kontrollieren will in dieser Slideshow. Also wenn ich will mal mit Text oder ohne Text, mit, keine Ahnung, viele Möglichkeiten, dann muss man dann gucken, weil die Module sind dann unterschiedlich, was die Parameter, die das Steuern anbetrifft. Ich habe mich jetzt für den Beispiel hier, für die einfache Variante entschieden. Ich habe den Mod Articles News genommen. Das habe ich genauso gemacht. Ich habe mir angeguckt, wie funktioniert in Bootstrap ein Karussell. Ja? Was brauche ich dann für Klassen? Wie ist dann die Struktur von den HTML, damit ich dann so ein Karussell, so eine Slideshow habe? Und dann habe ich mir auch ein Override von dem Mod Articles News. Genau, den gibt es schon in drei Varianten. Den normalen, den Default, und dann gibt es dann den Horizontal und Vertical. Ich habe noch nicht so ganz den Unterschied gesehen zwischen den Möglichkeiten, aber egal. Ich habe mir dann den Default dann kopiert und den habe ich jetzt auch Slideshow genannt. Das ist wieder so ein alternativen Layout. Das heißt, ich kann das für bestimmten Modulen zuweisen. In mein Template. In mein Template lege ich dieselbe Struktur. Also du legst neue Struktur mit HTML. Genau, also hier, da bin ich in Templates, Protostar, weil das ist das Template, was ich habe. Und darunter gibt es HTML. Ja. Und da kann ich meine Overrides anlegen. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, wenn ich dann für Com-Content, also die Beiträge, kommen dann in Com-Content, also die Namen müssen dann schon passen zu den Sachen, die ich overriden will. Die müssen aber in den HTML-Ordner von Template dann drin stehen. Genau. Dann habe ich hier, ich habe eine Kategorie angelegt, heißt Slideshow. Und da drin habe ich dann drei Beiträge, jeder für ein Slide. Und da ist ein Text und ein Bild. Fertig. Und den Titel natürlich. So, und dann habe ich das Modul. Mann, ist nicht mein Computer. die Slideshow. das ist ein Modul Beiträge Newsflash. Dann wähle ich auch, also welche Kategorie die Beiträge kommen sollen. Hier habe ich ein paar Parameter, die ich dann nutzen kann. Lassen wir jetzt so, wie es ist. Ich kann angeben, wie viele Beiträge in der Slideshow angezeigt werden sollen. Und hier unter Erweitern habe ich wieder mein alternativen Layout dann ausgewählt. Das Modul, also die PHP an sich, sieht so aus. Also ich habe einfach die Struktur von Bootstrap dann kopiert und hier mit der, also da muss ich schon ein bisschen PHP dann machen, damit dann funktioniert, also dass die Anzahl der Slides und so dynamisch generiert wird. Dann habe ich mir so einen Counter, also der guckt, wie viele Beiträge sind denn da, und setzt dann den Counter hoch und schreibt mir hier die richtige Anzahl oder die Nummer. Sonst hole ich mir den Titel von dem Beitrag hier. Also hier.
Wenn der Parameter eingeschaltet ist, also wenn ich geklickt habe, Beitragstitel anzeigen, holt sich hier den Titel von dem entsprechenden Beitrag. Dann hole ich mir den Intro-Text von dem Beitrag. Wenn ich das auch ausgewählt hätte und das drin wäre in dem Beitrag, auch ein Ritmo, also ein Weiterlesen. Und natürlich, was wichtig ist für eine Slideshow, das Bild. Ich hole mir hier den Intro-Image von dem Beitrag. Dazu gibt es natürlich auch ein bisschen CSS, aber eigentlich, ich habe nur eine Kleinigkeit in CSS geändert, damit es dann die Breite annimmt. Und dann sieht es hier so aus. Ich habe mein Slideshow. Fertig. Man kann es anders machen. Also man kann mit ein bisschen mehr CSS auch arbeiten. Ich habe diese Slideshow zum Beispiel. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Genau. Das ist hier mit demselben Prinzip gemacht. Also das ist aber Bootstrap 4. Ist auch so ein Modul, ein Override. Und mit ein bisschen CSS habe ich das so angepasst, dass den Text so die Hälfte von der Slideshow bedeckt und die Farbe geändert und so. Aber es ist vom selben Override. Also den Rest, also den Override an sich ist gleich, nur ein bisschen CSS drumherum, damit es anders aussieht. Das Bild ist hinten und davor habe ich, was habe ich dann gemacht, keine Ahnung, Flexbox oder sowas. Und dann nur mit Hintergrund und dann sieht es so aus. Also das ist nur CSS jetzt, nichts im Code. Das ist nur Text mit Hintergrund. Genau, das ist eine andere Möglichkeit für Overrides. Dann wollte ich mal kurz über die Sprachovereins dann erzählen. Zum Beispiel, wenn wir Pagination ist böse. wenn wir den Autor zum Beispiel, wollte ich mal was ändern. Als, oder? War das? Wir gehen auf Sprachen, Overrides. Und hier zuerst wird da nichts angezeigt. Man muss dann erstmal auswählen, für was ich dann ein Override anlegen will. Ich kann für die Seite, also für Frontend und auch für Backend und in den verschiedenen Sprachen, die ich vielleicht auf der Seite habe, dann kann ich ein Override erstellen. Jetzt wollen wir das für den Frontend in Deutsch. Und da habe ich hier diesen Override da gemacht. Normalerweise heißt Autor, glaube ich, den Originaltext. Also es funktioniert dann so, ich lege einen neuen Override. Wenn ich den Sprachstring kenne, kann ich den hier suchen oder direkt eintragen. Das wird in dem Fall kommen. Articles. Auto heißt er. Und dann kann ich, da suche ich dann jetzt den Schlüssel. Nee, falsch. Moment. Mal gucken. Nee, written by. So, werde ich es nicht finden. So. Also normal heißt geschrieben von. Wenn ich das gefunden habe, das, was ich überreiten will, ich kann das hier klicken und dann wird automatisch alles da übertragen und ich kann das hier ändern. Das habe ich dann gemacht schon. Und das ist dann hier. Ich habe es dann geändert. Es ist nicht geschrieben von, sondern Artikel von. Ja. Und dann, wenn ich jetzt hier gehe, dann habe ich hier den Artikel von. So kann ich dann die Texte in Joomla dann ganz einfach ändern.
So, ich glaube, das haben wir keine Zeit mehr für. Nur ganz kurz. Ich habe dann letztens einen Beitrag geschrieben für einen Blog. Wo bin ich denn? Da. Genau, das da. Was man dann mit Overrides in Kombination mit Custom Fields machen kann. Und da habe ich mir als Beispiel die Kategorieliste da genommen. Das ist eine andere Möglichkeit, die Beiträge anzuzeigen als Liste. Die wird ein bisschen vernachlässigt. Das ist eine Tabellenlayout, aber manchmal braucht man Tabellen. Und da habe ich einfach ein Beispiel gemacht. Ich habe ein paar Felder noch dazu genommen. Und am Ende, also ich will da nicht alle zeigen, weil haben wir keine Zeit mehr. Aber am Ende sieht es dann so aus. Da hatte ich den David auch missbraucht für ein Beispiel. Hast du es bemerkt, David? Nee. Ich habe hier so eine Liste von Mitgliedern von einem Verein. Genau, das war das Beispiel. Siehst du? Also hier für diese Darstellung, also ich wollte die Namen von den Mitgliedern alphabetisch nach Nachnamen sortieren. Also die Kategorieliste kann alphabetisch sortieren, aber der wurde mir hier, wenn ich das den Namen als Titel von dem Beitrag nehme, dann würde ich mit dem Vornamen anfangen, ja, weil es dann das erste Buchstabe. Dann habe ich ein bisschen getrickst. Ich habe den Beitrag nur den Nachnamen als Titel angelegt und ich habe mir ein Custom Field Vorname gemacht und den habe ich dann davor geklatscht. Sieht so aus, als würde es zusammengehören, tut es nicht. Ist aber trotzdem nach Nachnamen sortiert. Genau, dann habe ich noch ein paar weitere Custom Fields dann gemacht, also hier für die Firma zum Beispiel und die Funktion im Verein. Du bist Schatzmeister. Und die Mitgliedsform. Und das hier ist zum Beispiel ein Dropdown, also ich habe dann eine Liste angelegt, was gibt es dann für Möglichkeiten für Mitgliedsformen und dann kann ich die auswählen, wenn ich den Mitglied dann anlege. Also im Prinzip ist jedem Mitglied ein Beitrag, das heißt, ich kann das wieder aus- und einschalten, wie es will. Trotzdem habe ich diese Sortierung, ich habe auch die Liste immer richtig, wie es sein soll, in dem richtigen Format und da muss man nicht händisch irgendeine Tabelle pflegen. Ja, das war eine Kombination von Custom Fields und Overrides. Das sind ja, wenn man oder jemand Lust hat, ein bisschen zu lesen. Ich habe da ein paar Artikel da geschrieben, verschiedene Sachen, was man mit Overrides und so machen kann. Die sind auch auf meiner Webseite verlinkt. Dann kann ich euch nur viel Spaß beim Nachbauen wünschen, wenn noch Fragen sind. Ja. Alternative Layout. A new copy with another name, if it's possible, and you can use it. Yeah. Ja, das ist ein Problem, ja. So, und will alle noch einladen auf den nächsten Joomla Day in Deutschland. Das wird am 13. und 14. September stattfinden in der Stadt Gießen. Bei Frankfurt kann man grob sagen. Ja, würde mich freuen, wenn viele dann kommen. Sonst, Dankeschön.